So, hallo und herzlich willkommen hier zurück auf meinem Kanal zu einer nagelneuen Folge Occupy Mars. Mit unserer bezaubernden Easy und mit mir. Und wie ihr seht, heute direkt aus dem Rover. Und wie ihr unschwer erkennen könnt, das Akku des Rovers ist wieder etwas entladen. Ich muss euch was gestehen, ich war ohne euch los. Einfach mal offline, wir brauchten Laptops. Und dementsprechend haben wir uns in eine Region vorgewagt, die, Moment, wo war das jetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwo im hinteren Bereich. Wie weit waren wir denn? Irgendwo hier, glaube ich, war das. Und dort haben wir etwas gefunden. Und zwar, Moment. Zum einen steigen wir erstmal aus. Die Luft hier drinnen wird langsam etwas knapp. Draußen ist es auch schön. Das ist kurz vor 8. Das heißt, es wird gleich warm. So, wie gesagt. Wir haben etwas erreicht. Und zwar, wir haben 3 Tablets bekommen. Des Weiteren habe ich uns mit Rot war die Rakete, mit Gelb noch etwas markiert. An dieser Stelle befinden sich immer noch 2 Fragezeichen. Allerdings ist das etwas weiter weg. Das heißt, unser Rover muss erstmal laden. Des Weiteren müssen unsere Solarpanels auch langsam mal wieder sauber werden. Wir hatten nämlich einen kleinen Staubsturm oder einen Sandsturm. Zwar in weiter Entfernung, aber das hat wohl die Base auch mit abbekommen. Wir werden diese Tablets heute öffnen, um zu hoffen, wir kommen weiter. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei dieser Folge und let's go. So easy. Ich würde sagen, wir öffnen jetzt das erste Tablet, dann öffnen wir zur Mitte der Folge das zweite Tablet und am Ende das dritte. Und in der nächsten Folge, denke ich mal, werden wir wieder auf Tour gehen. Da holen wir uns die anderen 2 Fragezeichen. So, Easy, mach mal bitte eins auf. Vielleicht haben wir ja schon heute etwas Glück. Wenn nicht, ärgern wir uns alle zusammen. Oder wir freuen uns zusammen. So, ich würde sagen, wir nehmen das. Schnelles Wachstum 2. Gut, das hilft uns noch nicht ganz weiter. Denn wir bräuchten ja die großen Solarpanels langsam mal. Weil das Thema Strom ist eine Katastrophe. Aber wie gesagt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir könnten uns jetzt mal langsam unsere Pflanzen kümmern. Wir waren ja eine Weile weg. Knapp 2-3 Tage. In-game natürlich. So, schauen wir mal nach. Öffne mal bitte, Easy. Danke. Oh. Doch, die sind noch gut. Momentan geht der Strom wieder rein. Das heißt, wir brauchen uns da erstmal keine Probleme oder keine Gedanken machen über Probleme. Unterwegs haben wir natürlich auch einige Sachen gefunden. Zeige ich euch kurz. Und zwar haben wir Saatgut gefunden. Einmal Mais, so wie es aussieht, Tomaten und Salat. Das heißt, wenn wir das Thema Gewächshaus demnächst irgendwann angehen können oder machen, heißt, wenn wir das Thema Strom gerichtet haben, werden wir auch andere Sachen einpflanzen können als immer nur Kartoffeln. Hier hatten wir ja noch Rübensaat, also quasi rote Beete oder was das war, gefunden in einer der letzten Folgen. Das heißt, Easy wird sich langsam gesund und auch ausgewogen ernähren können. Einiges an MREs haben wir auch gefunden. Erste-Hilfe-Pakete. Oh, ich habe heute einen Frosch im Hals. Moment mal. So. Schluck Kaffee sollte helfen. Hier haben wir ja noch ein bisschen Platz. Direkt was bauen, denke ich mal, werden wir noch nicht können. Doch, wir haben hier einen Punkt. Die Frage ist, was machen wir? Gehen wir über die kleine Kuppel schon, um Sauerstoff herzustellen, nachher später, denke ich mal. Oder automatische Düngemittel geht noch nicht, da brauchen wir noch die Blaupause. Okay, hat sich das auch schon erledigt. Weniger Sauerstoffverbrauch. Klingt erstmal gut, nehmen wir. Botany, Technology Access Level increased.
So, können wir denn noch was bauen? Was haben wir hier? Mechanik. Hier haben wir leider keine Punkte. Und hier hätten wir noch einen Punkt. Den Aufbewahrungsschrank. Den kleinen Gesteinsbrecher. Den könnten wir schon bauen. Dann machen wir das gleich mal. Materials, Technology Access. Denn in Zukunft werden wir ja auch mehrere Gesteinsbrocken abbauen müssen, um so langsam an mehr Material zu bekommen oder ranzukommen. Das heißt, das hilft uns dann auch schon mal weiter. Aber wie gesagt, Bereich Technologie, Strom ist bei uns noch Mangelware. Quasi Elektrizität. Das haben wir bereits alles gemacht. Uns fehlt halt, wie gesagt, die Blaupause. Effizientes Photovoltaik. Ich hoffe, dass wir das in einer zwei Laptops noch bekommen. Dementsprechend würde ich sagen, Glück auf. Das war Bergwerk, ja. Im Bergwerk sagt man Glück auf. So, okay, die Kartoffeln haben wir also quasi eingepflanzt. Dann könnten wir uns mal neue Kartoffeln noch schnell machen. Oder können wir so eine Sachen auch rein? Kann man Tomaten auch pflanzen? Oder Salat? Könnten es eigentlich mal ausprobieren, ne? Wir probieren es einfach mal aus. Fünfmal Salat. So. Vielleicht wächst es da drin ja auch. Müsste es eigentlich, ne? Außer man braucht große Beete. Aber das werden wir dann sehen. So. Was können wir noch machen? Können wir denn was upgraden? Nein. Was drucken? Haben wir unsere Materialien? Haben wir alle im Rover, würde ich sagen, ne? Haben wir sonst soweit alle rausgeschmissen. Hier haben wir noch ein paar Erze. Das heißt, wenn wir noch ein paar Materialien brauchen zum Bauen, werden wir diese hier erschaffen können. So. Easy, komm, wir gehen wieder raus. Heute ist schönes Wetter. Wir schauen nach, ob unsere Panels langsam mal wieder sauber sind. Jawohl, sie produzieren wieder 6 kW. Das heißt, wir haben wieder die volle Leistung von 216. Was natürlich nicht ausreicht, um das Akku komplett zu laden, wie immer. Wie gesagt, wir bräuchten mindestens 240, um die Zeit zu überbrücken. Aber, wie gesagt, wir können ja keine weiteren Anschlüsse machen. Leider. Wir könnten natürlich neu bauen, was auch noch eine Lösung wäre. Oxygen, 75%. Ja, ja, das reicht noch eine Weile. Wenn wir hier in dem Bereich... Allerdings, wie gesagt, wir brauchen die großen Solarpanels. Weil hier hätte ich gerne noch das Gewächshaus hin. Weiß gar nicht, kann man... Können wir uns das schon einzeichnen? Hauptquartier. Gewächshaus, wo bist du denn? Hier ist der kleine Gesteinsbrecher. Lebensmittel. Pflanzeninkubator, das Gewächshaus, hier. Was nimmt denn das an Material? Es geht eigentlich, ja, aber es braucht halt 15 Strom. Eieiei. Ist aber riesig. Gucken, ob wir es auf selbe Level kriegen. Oh, es kann ja weiter ran. Oh, ein kleiner Durchgang wäre ja nicht schlecht, ne? Kann man das noch runtersetzen? Tatsache. So. Schauen wir doch mal. Naja, haben wir doch super hinbekommen, ne? Das heißt, wir können hier auch dann die Schleuse miteinander verbinden. Wir zeichnen es uns erstmal ein, würde ich sagen. So, wir benötigen Luftschleusen, Korridore. So, einmal schräg, bitte. Und
Und das werden wir gerade hier einführen, würde ich sagen, oder? Wollen wir es gleich machen? Das wäre eine Lösung. Aber dazu müssen wir erstmal zum Rover. Wir holen uns das Material raus. Und dann stellen wir schon mal die Verbindung her. Das, was quasi im Anschluss, wenn das Gewächshaus steht, nur noch verbinden müssen. Dann haben wir nämlich auch eine Richtung, wo können wir unsere nächsten Panels hinstellen. Wo können wir neue Pumpen hinstellen? Die werden ja sicherlich dann auch benötigt. Und wir können auch zeitgleich jetzt mal gucken, wie weit ist der Rover wieder geladen. 76%. Naja, das heißt, in der nächsten Folge können wir definitiv los. Wo haben wir denn jetzt unsere Sachen gelagert? Habe ich die schon eingeräumt? Habe ich das offline schon gemacht? Und weiß es mal wieder nicht? Natürlich wird dann unser Sauerstoff hier drin wieder weg sein, wenn wir da einen neuen Anbau machen. Tatsache, haben wir wirklich alles reingeräumt. So, haben wir alles? Im Grundlegenden ja, ne? So. Genau, und hier wird es dann quasi gerade raus zum Gewächshaus. Das reimt sich. Geradeaus zum Gewächshaus. Das heißt, das Ding müssten wir jetzt theoretisch erstmal wegschreddern, ja? Halt, Moment. Wo kommen wir das dann da auch hin? Ich glaube ja, wenn wir da so einen Winkel anbauen. Ah, wir probieren es. So. Mit Ausgang nach vorne? Nein, wird nicht benötigt. Also quasi nur ein 2. Zweifacher Ausgang, den müssen wir noch ein bisschen drehen. So lang, ne? Und dann brauchen wir ein gerades Stück, ein Korridor gerade. Muss der lang sein? Nein. Lang mit Fenster, kurz mit Fenster. Für Dings brauchen wir Glasplatten. Achtung. Ah, das machen wir so, damit wir auch wissen, dass wir dort ins Gewächshaus kommen. Hinten ist auch noch ein Ausgang. Könnte man sich also auch verbinden, aber erstmal, wie gesagt, stopp. Nein, nichts abbauen, easy. Erstmal müssen wir das Ganze hier wieder verbinden. So. Da alles andere ja auch wieder Strom benötigt, werden wir das einfach mal lassen. Obwohl, ich möchte eigentlich so einen Korridor mit Fenster gerne sehen. So, wenigstens ein. So, und da würde ich sagen, hier kommt man natürlich nicht rum. Schade. Es sei denn. Weiß gar nicht, kommt man hier einmal um die Ecke rum? Aber ich würde sagen, eine einfache Schleuse wird es auch tun, ne? Um raus und rein zu kommen. Genau, so machen wir das. Entwürfe. Und eine kleine Rampe natürlich, damit wir nicht immer springen müssen. Gut, doch, wollte gerade sagen, kleine Rampe macht er doch eigentlich immer. So der Plan. So, dann können wir, wie gesagt, in diesem Bereich vielleicht noch ein, zwei Brunnen aufbauen. Die werden wir bestimmt dann brauchen.
Und den hinteren Bereich werden wir noch zum Thema Stromversorgung ausnutzen. Vielleicht haben wir ja auch Glück und können das abreißen. Ich habe es nur in ein, zwei Videos schon gesehen, dass man die großen Panels dann nicht dahin stellen konnte, wo die kleinen Panels standen. Ich hoffe mal, das ist bei mir nicht so. Vielleicht ist es auch nur ein Bug. Vielleicht ändert der Entwickler das auch noch ein bisschen. Oder hat es vielleicht bereits gemacht, wenn dieses Video rauskommt. So, irgendwas hat man vor. Sachen verräumen. Strom kontrollieren. Und dann machen wir das nächste Tablet auf, ne? So. Wieder alles weg. Das ist leer. Das können wir dann theoretisch entsorgen. Habe ich in einem der Kommentare gelesen. Vielen Dank übrigens dafür. Dafür ist quasi, das hätte man auch da drüben machen können, dieser Papierkorb wohl da. Die Frage ist, wie kann man den separat benutzen oder muss man das jetzt einfach reinschmeißen? Mal gucken. Da rein. Nein. Warum macht er das denn jetzt nicht? So. Hier rein. Gut. Und schon ist weg. Wie gesagt, vielen Dank für diesen Kommentar. Immer wieder gern geschehen. Sag ich jetzt mal gesehen. Haut mir immer rein, wenn ihr Tipps und Tricks habt. Wenn ihr seht, was ich irgendwie nicht auf die Reihe bekomme. Oder was man machen müsste. Es hilft mir durchaus weiter. Nur eine kleine Bitte, nix spoilern. So. Wir öffnen jetzt das zweite Tablet. Welches mischt man dann? Das erste, das zweite? Na komm, wir nehmen das zweite. Und ab geht er. Erweiterte Anschlüsse. Das hilft uns auch noch nicht weiter, ne? Leider. Aber wie gesagt, ein Tablet haben wir noch und der Rover ist nachher auch vollgeladen für den nächsten Tag. Die Wegstrecke ist ziemlich weit. Apropos, haben wir denn alles aufgeladen soweit? Unsere Sauerstoffflasche, die Wasserflasche, die andere ist auch wieder gefüllt. Schade, dass man halt, wie gesagt, noch keine neuen Flaschen bauen kann. So ein paar als Reserve, weil Wasser ist immer so eine Mangelware. Sauerstoff geht, das kriegen wir ja auch im Rover. Aber wie gesagt, Wasserflaschen wären noch schön zu bauen. Allerdings, man könnte doch Wassertanks... Ach ne, das sind die normalen Wasserpumpen dann bloß, ne? Weiß gar nicht, gibt es irgendwas, was man bauen kann, was mit Wasser zu tun hat? Also, dass es was gibt, weiß ich, aber... Unupgrade ist klar. Sauerstofftanks, Wassertanks, Minentanks, Pumpenstation, CO2-Wäscher, Sachen fürs Gewächshaus. Komposter, sehr schön. Leben, Hauptquartier, Werkbank. Haben wir ja bereits alle drei, ne? Korridor, Garage, Behälter. Wir mal einen Behälter, wir stellen mal einen Behälter draußen auf. Quasi ein kleines Lager, ne? Die Frage ist nur, wo stellen wir das hin? Vorne? Hinten? Bei der Tankstelle. Bei unserer kleinen Tankstelle.
So, schauen wir mal. Weiß gar nicht, kann man den transportieren etwa? Das wäre zu weit. Ich sage mal. Einen erstmal für Showzwecke, ne? So was benötigen wir dafür. Natürlich haben wir wieder alles weggepackt. Den Platten, Stahl, Schrauben, kleines Rohr. Das sollten wir haben. Die Abenddämmerung bricht auch so langsam rein. Genau, und dann schauen wir mal nach. Alter, darf hier bleiben. Wir packen erstmal alles ein. Vielleicht können wir da ja auch unsere ganzen Materialien lagern. Das heißt, wenn wir mit dem Rover ankommen, alles Gesammelte da rein. Und da wir ja sowieso meistens in den hinteren Bereichen arbeiten. Und in Zukunft auch beim Thema Solar, werden wir da die Materialien ja benötigen. Kurzer Zwischenblick. Der Rover ist wieder voll geladen. Voll einsatzbereit. Kann wieder losgehen. Wie, wir haben... Warte mal, hatte der Rover nicht auch einen Drucker? Nee, hat er nicht, ne? Schade. Was braucht man jetzt? Zwei Platten, ne? Zwei Aluplatten. Nein, falscher Raum. So, Aluplatten. Zwei Stück braucht man, ne? Wir können gleich ein paar mehr machen. Weil benötigen wir ja öfters mal, ne? Easy, gib Gas. Wird gleich dunkel. Was macht unser Akku? Nicht wirklich voll. Das heißt, in der Nacht wird es wieder dunkel bei uns im Hauptquartier. No Translation gefunden. Was heißt das? Ah. Ui. Passt eine Menge rein, ne? In diese Behälter. Behältername. Mach ich das? Was schreiben wir da rein? Materiallager. So. Das können wir dann ja auch schön ordnen. Am besten alles einzeln, ne? Und dann immer in Reihe durch, wenn wir 100 Stück voll haben. Ich denke mal, irgendwann, so wie hier mit den Rohren, macht das Sinn. Oder halt... Nee, wir machen es nach unten, das ist viel einfacher. Da haben wir das zumindest dann im Überblick.
Schrauben. Ansonsten haben wir noch Feststoffe. Unser Tablet, Kabel. Und Kabel sollten wir vielleicht immer dabei haben, ne? Sollten wir auch mal nachmachen langsam. Das machen wir, wenn wir gleich reingehen müssen. Und das erstmal wieder auffüllen, weil Silizium, wie gesagt, hatten wir ja gefunden. Die einzige Problematik, Moment. Die einzige Problematik, die ich mir gerade stelle, was passiert denn, wenn hier so ein Kometenschauer ist und direkt das Lager trifft? Ist dann alles weg? Wir werden sehen. Wir werden zwar immer flüchten, dafür haben wir ja unser kleines Quad. Wie weit ist das denn jetzt geladen? 100%. Das heißt, wir können in irgendeine Nachbarbase ein bisschen weiter weg flüchten, dass da die Gesteinsbrocken runterkommen. Wir werden sehen. So easy, du hast Hunger, du hast Durst. Ja gut, es ist ja auch 19 Uhr. Wir haben jetzt schon keinen Strom mehr. Jetzt. Hier ist doch noch was drin. Was ist denn jetzt los? Inaktiv, Stromversorgung. Warum? Dass jetzt hier nichts reinkommt, ist klar. Aber laut Akkus... Achso, müssen wir bestimmt langsam erhöhen, ne? Sleep deprivation warning. Alert. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Wir machen mal 125. Reicht wahrscheinlich immer noch nicht, ne? Doch. Stimmt, darauf haben wir nicht geachtet. Wir müssen nachgucken, wie viel braucht denn unser Hauptgebäude jetzt überhaupt an Strom. Wir benötigen in der Nacht 122. Das war das Problem eben gerade. Also 123 und lassen wir 125. Irgendwann, wie gesagt, das Licht geht ja sowieso aus. Was wollten wir noch machen? Kabel herstellen. Kabel und Schläuche. Und essen und trinken, easy. Links, rechts, links, rechts. Essen geht vor und trinken sowieso. Wenn es unserem Easy nicht gut geht, geht es uns natürlich auch nicht gut, ne? Und dann ist sie auch nicht motiviert, irgendwas zu machen. So easy jetzt aber, ne? Easy nickt. So, wir benötigen Stromkabel. Wir brauchen noch mehr Silizium. Machen wir hier mal 500 theoretisch. Hinzufügen. Und Wasserschlauch. Available point for technological advancement. Dann ist das Silizium wieder alle, ne? Egal. Müssen wir halt welches farmen. So. Naja, dann sind wir da auch einigermaßen wieder aufgestellt. So easy, dann würde ich sagen, wir gehen gleich schlafen. Starten am nächsten Tag. In Richtung da. 4,5 Kilometer. Zum Abschluss der Folge natürlich, wie versprochen. Wir gucken uns das andere Laptop noch an. Easy, mach auf und bitte, bitte. Langsames Welken. Wir sollen es nicht bekommen. Wir sollen es nicht bekommen. Aber wie gesagt, jedes weitere Tablet hilft uns trotzdem später weiter. Hier sind wir verkehrt. Luisi, ich würde sagen, wir wünschen dir allen eine
Gute Nacht. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für diese Folge von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir hoffen, dass wir euch in einer der nächsten Folgen natürlich wieder begrüßen zu dürfen. In diesem Sinne, macht's gut und bis bald.